Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir haben dem erstmal hier geholfen, wieder in die normalen Bahnen zu kommen, dass er wieder normal weiterfahren kann. Dann werden wir hier den Ladewagen wegbringen. Auch seine Dienste wieder mal gut erledigt. Den Xerion können wir wegstellen und ihr seht, so langsam aber sicher neigen sich die ganzen Arbeiten dem Ende entgegen und wir können, ich sag's mal vorsichtig, für die nächste Folge den Mai anpeilen. Es sind halt noch zwei, drei Arbeiten zu tun. Aber ich denke, dass ich die in dieser Folge bzw. nächster Folge soweit erledigt haben werde. Also im einen hier der Miststreuen, der ist schon gut vorangekommen. Und dann hier oben die 40 noch walzen. Der hier ist jetzt auch bald fertig. Das spielt auch keine so große Rolle. Aber dann haben wir alles soweit in der Ansaat. Alles soweit wieder schick gemacht. Alles soweit wieder schön. Ja, das Vermehrungsgras haben wir ja auch eingefahren. Hier sind wir es 14 Minuten. Ja, okay, der braucht noch ein bisschen länger. Der ist jetzt hier schon auf der Zielgeraden. Mit 40 Sekunden. Ich würde sagen, begleiten wir den einfach mal noch ein bisschen. Tut uns nicht weh. Ist gut. Kann ich schon mal nebenbei einstellen, beziehungsweise ich warte, bis er wirklich beendet hat, weil wenn ich jetzt hier klicke, dann springt er einfach wieder raus. Na, aus dem Auto Drive, aus dem Crossplay, zack. Das gesehen, weil ich gebe jetzt wieder Gas. So. Lass mal einmal zusammenklappen. Dann hoch zu 40, dann kann er das noch walzen. Und dann ist das erledigt. So, der Deutz natürlich neben den Deutz stellen. Und dann fällt mir gerade auf, dass dann die Fans getrennt sind. Ja, da kann man die beiden Fenster stellen. Ah, das kann man ja so machen. Ich habe da glaube noch mal einen Johnny. Ja, okay, den habe ich da drüben stehen. Okay, also doch nicht so Sorten rein. Ja, das wird sich dann noch ändern. Das wird sich ändern. Dann werden wir auch später mal richtig Platz haben, wenn ich dann den Spielstand switche. Aber wir werden jetzt erstmal Luzerne füllen gehen bei der Pelletfabrik. Und ja, wenn wir das gemacht haben, werden wir noch mal ein paar Kühe fahren. Also 45 Stück zum Schlachter. Dann haben wir da auch schon mal wieder voll. Haben wir wirklich voll beim Schlachter. Aber ich glaube, wenn ich das Luzernheu abgegeben habe, dann kann ich auch schon wieder springen zum Fendt nach oben, weil der müsste dann die Arbeit beendet haben. Der kann dann auch zu uns in die Werkstatt. Ja, 5000 Liter wären nicht, hätten nicht gereicht für das Feld. Also haben es jetzt gleich geschafft, die 5000 zu erreichen. Also genau jetzt. Also war es doch gut, dass ich gesagt habe, komm, wir machen direkt 10.000.
der fährt ja noch. Der Fendt. 942 Vario. So. Dann ist das da drin. Dann können wir sagen hier aktiviere, aktiviere. Sehr schön, dann wird jetzt hier auch wieder produziert oder stark produziert Heupellets. Ja, wenn die Heupellets ganz stark produziert, dann haben wir jetzt den hier noch, wo ihr auch noch arbeiten muss. Das ist auch schnell oder relativ schnell dann erledigt. Das Walzen. Kein Kurs. Einmal generieren. Diesen Kurs muss ich jetzt wiederum nicht speichern. Das ist ja wieder... Ja, du darfst loslegen. Fährt es da an den Startpunkt, dann legt er los. Und der ist jetzt auch gleich hier. Schon wieder nicht aufgepasst. Schon wieder nicht aufgepasst. Na gut. Da brauchen wir jetzt hier nicht mehr Curseplay aktivieren für die paar Meter. Aber das lohnt sich nicht. Den hier einmal zusammenklappen. Und er hat dann das Ziel, die Werkstatt. Der hat das Ziel, die Werkstatt. So. Lass mal gucken. Stickstoff ist ja auch perfekt. Das freut. Ja gut, hier haben wir jetzt überall so Lücken, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Weil wir eh so viel hier nachher runterkriegen. Hier haben wir auch ein paar Lücken drin. Die Lücken, die werden dann irgendwann weg sein. Und der hat jetzt hier... Ja, 8 Minuten, also nix. Ja, der hat nix. Der ist ja auch im Vorgewende, zwar im zweiten Vorgewende, also nicht im ersten. Aber ist ja eigentlich egal. Eigentlich. So. Auf geht's, Luzerne einlagern. Das Luzerne Heu. So. Wird hier schön eingelagert. Et voilà. Eng rumfahren. Einmal durch die Wartung und dann können wir den LKW wegstellen. Und den nächsten Step wieder erreicht. So. Bei der Kipper muss es noch gewartet werden. Also lackiert, da warte ich jetzt ganz kurz. Weil dann ist das nämlich erledigt. Jetzt können wir schon losfahren. Und mit der Zeit kriegt man halt raus, wann man losfahren darf und wann eben nicht. Kann man schon rückwärts hier rein manövrieren. So, das hat aber gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gerade ein bisschen erstaunt von mir, dass ich da so gut reingefahren bin. Natürlich hat es auch gepasst, dass man hier noch raus kann. Aber wo ist denn jetzt eigentlich der LKW mit dem Wasser? Wo ist der LKW mit dem Wasser? Das frage ich mich jetzt. Wo
Wo habe ich den hingestellt? Wo steht der? Der am Hof steht er? Nee, doch, der steht am Hof. Ich bin also doof. Ich habe ihn mit Wasser eingelagert. Mit Wasser geladen. Weggestellt. Ich dachte gerade, weil ich im Vehicle Inspector eben gesehen habe, dass der Wasser geladen hat. Wo steht der jetzt nochmal? Tja. So ist es. Ah, das Wasser muss raus. Ist draußen. Und dann können wir auch so langsam, aber sicher die ganzen Arbeiten weitestgehend einstellen, weil wir sie beendet haben. Aber wer hätte gedacht, dass das Ansehen von 11, 12, 49 so lang dauert wie zwei dieses Feld hier? Die haben hier es echt laufen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Chapeau. Der hat es noch 6 Minuten und der hat noch 4 Minuten. Ja, ich glaube nicht ganz. 4 Minuten. Ja, wir werden sehen, ob das dann passt oder nicht. Jeden Fall Vermehrungsgras wird gedüngt. Mit Mist. Weil davon haben wir ja echt mehr wie genug. Vom Mist. Und hier mal gucken. 2,5 Millionen Liter. Und hier sind wir bei 2,9 Millionen. Dann haben wir natürlich noch bei den beiden Schafstellen haben wir noch im Mist. Hier haben wir 60.000. Hoppala. So, und bei meinem Stall haben wir 180.000 Liter drin. So, Reproduktionszeit 5 Monate. Die Tiere, oh, die laufen hier noch fröhlich umher. Aber bevor ich es jetzt wieder vergesse, geht's los mit den Kühen. Ja, da können wir 45 Stück noch fahren. Machen wir das auch. Wir haben ja die Zeit, bevor es hier wieder richtig losgeht. Also nutzen wir sie auch. Nächsten Monat können wir dann ein paar Kälber noch fahren. Ja, ich hänge natürlich ab. Das war so klar. 13 Monate, nein, ab 24 Monate, 27 Monate. Ich möchte aber gucken, dass ich eine relativ hohe Reproduktionsrate erwische. 0 Monate, nein. 20 Monate, auch 30. 70. 70%. Ja, da sagen wir mal hier auswählen und mach. Nein, dürfen nicht voll machen. 45 Tiere. Und die gehen jetzt in den Schlachter. Und dann haben wir das ja auch wieder erledigt. Haben wir 45 Tiere weg. Das heißt, diese 45 Tiere können in 3 Monaten keine neuen 45 Tiere produzieren oder reproduzieren. Das heißt, wir haben 90 Tiere dann weg. Das ist okay. Aber gut, meine Freunde, das wäre es damit gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.